Willkommen zurück zu Paper Mario 2. Beim letzten Mal haben wir den Auftrag im Duellkerker abgeschlossen. Das heißt, 20 ganze Ebenen haben wir geschafft. Und jetzt wollen wir noch die anderen beiden Aufträge hier am Brett machen. Oder haben wir nur noch einen? Oh, wir haben nur noch einen. Krass. Besuche mich von Blinky. Tag auf eine Tür in der Spielhalle. Wer diesen Auftrag übernimmt, erhält von dem Buhu Blinky mit den süßen Katzen etwas ganz Besonderes. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Warte mal, wo müssen wir dafür hin? Verdammt, ich hab den letzten Satz nicht gelesen. Ich Idiot. Ich warte nicht in der Spielhalle im Westen. Ja, okay, einfach nur Spielhalle. Jo. Nein, auf gar keinen Fall stornieren. Das lohnt sich überhaupt nicht. Kann ich auch keinen von euch empfehlen. Okay. Die Spielhalle ist einfach nur ein paar Schritte nach links. Deshalb sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da lang gegangen bin. Oh, warte mal. Ich brauch gar nicht Karten. Da wir jetzt so viel mehr Geld haben, wir haben ja schon über 500 Münzen, können wir ja tatsächlich mal schauen, ob wir Orden kaufen können. Hey, you got mail von Professor Gumbart. Immer noch fleißig auf Reisen, Mario? Professor Gumbart hier. Ich habe ganz vergessen, etwas zu erzählen. Und zwar lege ich dir einen ganz tollen Orden ans Herz. Er nennt sich Erstangriff. Und wie der Name schon andeutet, kannst du mit ihm schwach gehen, mit einem Erstangriff und ganz ohne Kampf hin fortfegen. Dazu musst du ihn natürlich anlegen, aber das weißt du ja. Besagten Orden gibt es im Ordensshop von Rohlingen, wenn du just neben dem oberen Ausgang des Toadhauses findest. Also hör auf zu lesen und mach dich auf den Weg. Im Sinne und so weiter. Verstanden. Wie sieht's eigentlich aus mit Leben? Ja, wir sind fast down. Ja, der Kerker hat uns ziemlich kaputt gemacht. Aber ich will erstmal bei dem wandernden Händler schauen. Kampfrausch? Nee. Tarncape? Lässt gegnerische Angriffe öfter Leben gehen. Okay. Sternwind und Trockenwind, das ist nichts Gutes, Kollege. Komm wieder, wenn du etwas besser ausgestattet bist, Kollege. Ja, komm. Geh, wenn wir ein bisschen uns heilen, uns ausruhen. Mit dem guten alten Corsario in der Ecke. Der ein schönes Lied singt. Hallo Mario, hast du die Prinzessin? Sollen sie wirklich bald mal finden, Mann? Ach nee, du. Hotelgutschein können wir nutzen. Wir haben mal zwei, glaube ich. Dann ist es kostenlos und wir können uns die 5 Cent sparen. Krass, oder? Absolut crazy. Hat gut geschlafen. Dann tolle Reise noch. Und noch mal schlafen. Nein, warum? Naja, okay. Nee, das haben wir nicht nötig, zweimal hintereinander zu schlafen. So, hier ist der Ordensshop. Was haben wir denn so Schönes? Erstangriff. Ach, das ist der ja. 0 OP? Ich weiß, uns wurde gesagt, im Duellkerker wird der Erstangriff-Orden nicht verwendet. Also, den kann man da nicht verwenden, aber... Trotzdem. Das klingt gut. Den nehmen wir. 0 OP? Einfach so ausrüsten? Warum sollte man das nicht tun? Okay, Glück gehabt. P. Im Kampf gegen Angriffe auf deinen Partner manchmal... Achso, im Kampf gegen Angriffe. Manchmal daneben auf deinen Partner. Na, geht so. BP Segen. Mars Angriffsrat sinkt um 1, aber seine Angriffe regenerieren einen BP. Weiß ich nicht. Vielleicht können wir damit einfacher auszuführen. Dafür erhält Mare weniger Sternenergie. Ja, das ist auf jeden Fall gut für die Leute, die nicht so gut mit dem Action-Kommando umkommen. Also, ich theoretisch, aber nein, ich werde es nicht verwenden. Ja, der Rest ist okay. Warte mal, hier haben wir noch ein paar Orden, ne? Ja, Power Jump, Schnarcher, Kampfwut, Tumelnix, Superstar. Mehr Sternenergie nach Mario Show-Einlage. Nur für Mario oder generell für alle? Das steht da leider nicht, deshalb bin ich mir da sehr unsicher. Echomane wird schwerer auszuführen, dafür hält Mario mehr Sternenergie. Okay, Champ-Brosche ist genau das Gegenteil zu der Novizenmünze. Das Novizenmünze ist einfacher auszuführen, man kriegt aber dafür weniger. Und Champion-Brosche schwerer auszuführen, man kriegt dafür mehr. Okay, aber schwerer auszuführen wahrscheinlich so wie im ersten Paper Mario? Das komische Timing? Und vielleicht sogar noch enger? Keine Ahnung. Gehen wir ins Casino. Das ist ja direkt hier links. Oder? Ja doch, hier war es direkt. Kein Problem. So, wir haben jetzt eine neue Spielfrage geschaltet. Mario Marathon. Hä? Achso, das sind nur die Ranglisten. Mann, vergesst es immer wieder. Man muss erstmal mit der Lady reden. Sei willkommen. Oh, du hast meinen Auftrag übernommen. Ich freue mich so. Bitteschön. Und hier ist noch was ganz Besonderes für dich. Oh, danke.
Verrate es niemanden. Aber was ist denn? Freust dich gar nicht? Nee. Na egal. Das ist eine Spielhalle. Ein Ort des Vergnügens. Vergnügige dich also und viel Glück im Spiel. Das war's? Ich sollte nur herkommen? Das war nur eine Werbung? Oh Mario, das ist eine Mitgliedskarte. Wir werden das Spiel vorbereiten. Dann kannst du es direkt spielen. Also, willst du es spielen? Juhu! So soll das so sein. Hier musst du dich mit Hilfe von ZR Papier dünn machen, um dem Wind ausweichend das Ziel zu erreichen. Wechsel den Papiermodus, sobald der Propeller beginnt sich zu drehen. Sonst wirst du weggepustet. Gib also acht. Wenn du runterfällst, ist das Spiel aus. Je höher du platzierst, desto mehr Palmer erhältst du. Und jetzt mach mal. Okay, 10 Palmer. Wir haben ja sowieso gerade fast 10 Palmer so bekommen von ihr. Also ein fast kostenloses erstes Game. Viel Spaß. Werde ich haben. Ach, was eine nette Lady, oder? Was geht denn hier ab? Okay, also wir sollen hier einfach durchrennen und jedes Mal, das ist einfach so ein Vollgeist-Parcours. Jedes Mal, wenn der Fan im Hintergrund zu uns in die Richtung geht, sollen wir uns Papier dünn machen. Habe ich es richtig verstanden? Das ist auf Time Limit, okay. Ich versuch's einfach mal. Und wir spielen mit anderen Spielern auch noch. Okay. Man wird aber nicht komplett sofort weggestoßen, sondern man hat ein bisschen Zeit zum Ausweichen. Alter. Der kann auch in die andere Richtung wehen. Doch, ich will weiterspielen. Also man verliert alles, was man sammelt. Man muss ins Ende schaffen. Oh, Luigi! Oh mein Gott, das ist Luigi! Das spielt mir jetzt! Mein Gott! Ja, dünn machen. Okay, wir sind durch. Wir dürfen uns nicht treffen lassen und uns klüger spielen. Wir müssen uns klüger spielen. Okay. Mein Controller vibriert auch, wenn ich in der Nähe von so einem Ding bin. Also daran kann ich es auch sehr gut erkennen. Boah, nein, ich muss da oben lang. Muss ich als Erster am Ziel sein? Kriege ich dann vielleicht einen Bonus oder so? Gott, die ganzen Bombets. Ist aber schneller als ich. Nein, ich kann ja nicht langsamer durch. Schade, ich war nicht Erster. Luigi, du warst gut. Was? Okay. 14. Okay, also die Palmer, die auf dem Weg liegen, sind Bonus. Es geht eigentlich darum, dass man so schnell wie möglich ans Ziel kommt. Und schaut mal, wie viel wir dafür bekommen. 10 Einsatz für 30 zurück oder ungefähr 30. Das lohnt sich schon. Aber würde ich es noch spielen. Tatsächlich. Oh, und da ist die Freundin von Cooper. Von Kupio. Cooper war der andere. Aber ja. Das ist die. Was? Hä? Ach, ist auch egal. Aber es ist ein cooles Game. Das ist bisher das beste Minigame hier. Das hat mir gefallen. Okay, aber wie gesagt, wir haben noch eine Mission hier mit den Palmas. Wir sollten, glaube ich, den Chef ausfindig machen. Das war's doch, oder? Aber wie machen wir am besten ausfindig? Der Boss hat mir den Laden hier anvertraut. Und wer sich hier daneben benimmt, landet ganz schön vor der Tür. Verstanden? Ja, ich hab's schon verstanden. Ich würde aber gerne wissen, wie ich denn deinen Boss finden kann. War ich hier im Itemladen? Habt ihr das gesehen? Hier ist ein Insignie. So, du bist die Schwester. Okay, aber du hast nichts Besonderes zu sagen. Voltopilz. Okay. Na, ja, kommen wir nicht lang. Ja, ehrlich gesagt, habe ich gerade keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Lass uns mal hier vorne lang gehen. Wir müssen ja nach oben in den Himmel. Und ich meine, hier vorne war es auch so ein Typ, der fliegen kann. Der Cheep, der hat doch ein Flugzeug vielleicht. Der Flug geht nach Falkenheim. Oh, mein Ticket zu Reisen brauchst du ein Ticket. Ja, ein Ticket. Wo krieg ich denn bitte ein Ticket? Du kannst mir auch nicht weiterhelfen, oder? Nee, er kann mir auch nicht weiterhelfen. Na gut, dann mache ich mich mal ein bisschen schlau. Und finde heraus, wie es hier weitergeht. Ich hatte eigentlich mal ein bisschen mit dem Fliegen.
Also, entweder ich bin übelst dumm oder ich hab's als einziges nicht gesehen. Aber der Typ hier redet mit einem und sagt, das ist das Revier der Bande von Moluske, dem Räuber. Man sieht ihn aber kaum, da er sich meist in irgendwelchen Seitengassen versteckt hält. Ja, in Seitengassen. Man sieht auf dem Boden Fußabdrücke, die habe ich wirklich gar nicht gesehen. Und man sieht hier so einen ganz kleinen Schlitz zwischen den beiden Häusern. Und ja, man kann hier durch. Ich bin da wirklich nicht drauf gekommen. Das Geräusch. Kaugummi langziehen. Und dann sind wir auf einmal auf der anderen Seite der Stadt. Krass, oder? Hey, wer ich bin? Ich bin Pierre, der kleine Dieb. Früher war ich Geologe in den Katakomben, aber dafür konnte ich nicht mehr leben. Moluske hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Ich habe meine Laufbahn als Geologe aufgegeben und bin nun selbstständiger Dieb. Hahaha, toller Karrieresprung, findest du nicht? Oh Mann, er musste Dieb werden, weil er nicht mehr genug verdient hat. Der Arme. Und hey, das kam aus dem Nichts. Einfach so. Cool, nehme ich mit. Aber hier können wir leider noch nichts machen. Hier ist aber noch irgendwas. Da ist eine Insignie. Die hätte ich natürlich gerne. Okay, wer wohnt denn hier eigentlich? Im Hintern dieses Hauses. Hey, was machst du denn hier? Naja, wonach sieht es denn aus, Kollege? Lorenzo, der Wächter, wir kennen ihn ja schon. Er ist mit Lanzo verwandt. Er sieht zwar gefährlich aus, aber wirklich kann es ein offenherziger Mensch. Man soll die Menschen eben nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Oh, ein netter Bandit, sagst du also? Ja, das ist Pierre, die Maus. Er wirkt immer so, als hätte er nichts zu tun. Aber er gibt sich wirklich Mühe, Moluske zu beeindrucken. Na klar, er will seinen Job natürlich behalten, ne? Macht Sinn. Das ist Moluske. Er ist der Boss in diesem Viertel. Oh. Al Pamon und er können sich gegenseitig nicht leiden. Eigentlich klar, jeder ist scharf auf das Gebiet des Konkurrenten. Er achtet sehr auf sein Geld, aber ansonsten kann man mit ihm reden. Manche Leute sind eben bessere Menschen, als man auf den ersten Blick denkt. Aber was mich denkt. Kann das sein, dass Gumbrina sehr viel Ahnung hat von den Kriminellen, weil sie selber mal kriminell war? Kann das sein? Also Pierre war Geologe und ist jetzt zum Bandit geworden. Kann das sein, dass Gumbrina mal Bandit war, aber jetzt zum Geologe geworden ist? Würde mich nicht wundern. Das ist Lanzo, ja. Wie gesagt, Lanzo. Der ist ein netter Junge. Den kennen wir ja schon. Butterweicher Kern, okay. Was soll das? Da kannst du nicht einfach in das Versteck des Gangsters Moluske eindringen. Das hast du ja mal zu suchen, ne? Was? Du willst wissen, wie man zu diesem Schurken El Pelmon kommt? Wegen diesem Kerl bringen anständige Räuber wie wir es nie zu irgendwas. Kapierst du's? Checkst du's? Von uns verlangt dieser El Pelmon gnadenlos Schutzgeld. Und du willst wissen, wie man einen solchen Typen treffen kann? Na gut, das kostet dich 64 Münzen. Keine einzige weniger. Geheiminformationen sind eine teure Angelegenheit. Ich rede hier ja immerhin mit Banditen. Was erwarte ich? Na gut. Bist du dir sicher? Nee, wenn du so fragst, dann nicht. Was soll das denn, ne? Kannst du dich nicht entscheiden, oder was? Komm wieder, wenn du auch bereit bist zu zahlen, du Pleitemann. Bist du Pleitemann? Was ist? Also hast du doch das Geld aufgetrieben, ja? Dann lass rüberwachsen, ja? Kein Cent weniger. Ja, okay. Schön Geschäfte zu machen. Na gut, 64 Münzen, hast ja brav bezahlt. Okay, also hör gut zu, Mann. Kauf im Laden neben der Spielhalle, wo diese nice Buho-Lady ist, ja? Kauf da einen Trockenpilz und dann ein Schwörwer. Wieder so ein Ding, wie in Paper Mario 1. Achte auf die Reihenfolge. Erst Trockenpilz, dann Schwörwer. Dann fragt dich der Ladenbesitzer nach deiner Lieblingsfarbe. Antworte gelb. Auch wenn es nicht stimmt, antworte gelb. Das ist das Passwort, mit dem du in das Büro von El Pelmon kommst. Alles klar? Hab's verstanden, danke, Mann. Ja, weiß ich nicht. Also, neue Spieler müssen das bezahlen. Aber ich schätze, Leute, die das schon mal gespielt haben, müssen hier nicht lang. Und da oben ist es übrigens ein Sternsplitter, ne? Sollten wir uns merken, falls wir irgendwann auf die Dächer kommen. Und bestimmt kommen wir irgendwann auf die Dächer. Boah, ich weiß nicht, ob wir Moluske vertrauen können, aber wir sollten es mal ausprobieren. Ja, das sollten wir. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Zurück zum Job, zur Ladenbesitzerin. Yeah. Okay, also es war ja dieser Laden hier, ne? Gut. Erst ein Trockenpilz. Ja, ich will zuschlagen. Danke.
und dann ein Schwirrwarr. Und damit gelb antworten. Welche Farbe eigentlich dein Bart? Rot, grün, gelb, schwarz. Das ist aber nicht die Frage mit Lieblingsfarbe. Aber wir sagen trotzdem mal gelb. Ah, oh, das war die falsche Frage. Also noch einmal. Welches ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Gelb. Wie mein Bart. Das Passwort stimmt. Dann bist du wohl ein Bekannter von El Palmon. Eigentlich nicht, aber es hat geklappt. Ich habe die Tür für dich geöffnet. Bitteschön. Danke, my lady. Und schau mal da. Crawling Investment. Dieser Teil ist ja sicher. Ja, genau. Aber ich wollte eigentlich jetzt das hier ausprobieren. Ob wir das wegpusten können. Weil ich will auf die andere Seite kommen. Geht das nicht? Irgendwie nicht. Doof. Aber okay. Ne, holen wir mal Gombrina raus. Ich muss sowieso jetzt ein paar Leute nochmal scannen. Denn hier oben befindet sich niemand geringeres als El Palmon. Da oben ist er. Das ist Faustelli. Einer der Schläge der Palmon-Familie. Ja, die beiden kennen wir. Die haben wir ganz am Anfang gesehen, unser Abenteuer. Er und sein Partner Schlagani sind fast wie Brüder. Sie haben Respekt vor ihrem Boss und führen jeden Befehl ohne Zögern sofort aus. Hey, du bist im Büro der Palmon-Familie. Also Zeug gefälligst ein wenig Respekt, verstanden? Ja, ist ja gut. Ja, das ist wie gesagt Schlagani, einer der Schläger. Er und sein Partner Forselli sind fast wie Brüder. Auch gefährliche Aufträge führen die beiden präzise und furchtlos aus. Verschwende, das ist nichts zu suchen, ne? Was willst du? Ich habe schlechte Laune, eine falsche Antwort und du kannst was erleben. Was? Du willst ein Flugticket? Ganz schön mutig, ausgerechnet El Palmon mit so einer Lappalie zu belästigen. Du beleidigst den Boss? Dich schmeiß ich hochkant raus! Hey du, du willst eine Tracht Prügel? Moment noch, Jungs. Du scheinst mutig zu sein. Ich werde mir anhören, was du sagen hast. Ausnahmsweise. Die Tracht Prügel kannst du danach immer noch kriegen. Also, wozu brauchst du das Flugticket? Was? Du willst eine Frau befreien, die entführt wurde? Dafür musst du die Sternjuwelen suchen? Sternjuwelen? Sind das etwa die, die in dieser Legende vom Schatz vorkommen? Sehr originell, diese Pappnasen glauben wohl auch. Diese Pappnasen glauben wohl an dieses Lügenmärchen. Aber sicher, den Schatz gibt es wirklich. Ob es diesen Schatz gibt oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig. Aber es rührt mich, dass du die Frau, die du liebst, retten willst. Hat also auch eine Frau, die er liebt. Ha, damit haben wir ihn bekommen. Na, mal so gut. Wenn du machst, was ich dir sage, dann bekommst du ein blödes Flugticket. Und das wäre? Ganz einfach. Also, meine Tochter ist mit meinem besten Mann durchgebrannt. Sie sind gerade erst weg. Sie müssen also noch in der Stadt sein. Suche meine Tochter Palmina und diesen Nichtsnutz-Romanze und bringe sie hierher. Wenn sie nicht mitkommen wollen, reicht es auch, wenn du mir sagst, wo sie sind. Um den Rest werde ich mich dann persönlich kümmern. Hey, Boss! Der kann doch nicht mal eine Kokosnuss von einer Ananas unterscheiden! Und den willst du mit so etwas Wichtigem betrauen? Genau, du solltest es uns überlassen, deine Tochter zu finden! Ruhe! Helf ich die Angst haben? Ich muss diesen Fremden nur deshalb fragen, weil ihr zu blöd seid, sie zu finden! Also haltet euch gefälligst aus meinen Entscheidungen heraus, ihr Pappnasen! Entschuldigung, Boss! Wir müssen uns am Auge halten, Mann. Schön, wenn ihr das kapiert habt. So sieht's aus. Also findet die beiden. Und so sehen Palmina und Romanze übrigens aus. Also verstanden, wenn du sie nicht findest, kannst du was erleben. Also entweder wir finden seine Tochter und den Romanze. Oder wir kriegen eine Tracht Prügel. Wir haben keine andere Wahl, Freunde. Ich muss die suchen gehen. Wo könnten die sich aufhalten? Ich werde mich mal etwas umschauen. Ich werde die bestimmt bald finden. Oh, hier sind die ja. Direkt am Anfang des Spiels. Nanu, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Was? Papa schickt dich, um uns zurückzuholen. Was sollen wir tun, Romanzo? Papa hat uns entdeckt. Nur einen Moment später und das Schiff wäre da gewesen. Ach, Palmina. Vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Boss reden. Auf keinen Fall.
Fall, Romanzo. Du weißt genau, was damit ist geschieht. Und wie man es erklären? Wird er uns sicher verstehen, Palmina? Romanzo, soll das heißen, du liebst mich gar nicht wirklich? Natürlich liebe ich dich. Mehr als alles auf der Welt. Dann lass uns fliehen, wenn es sein muss, bis ans Ende dieser Welt. Aber Palmina, wir sind entdeckt worden. Flucht ist nicht mehr möglich. Natürlich können wir. Echt lieber, wenn er die Ende ist. Meine Liebe ist grenzenlos. Niemand wird mich daran hindern, deine Frau zu werden. Und du, ich bitte dich, was du meinem Vater sagen? Du hast es nicht gefunden. Nee, sorry, ich brauche dieses Ticket. Oh, du bist so ein gemeiner Kerl. Aber wir werden auf keinen Fall mit dir gehen. Kein Schritt. Oha. Unfassbar. Ja, ich hab aus Versehen gedrückt. Ist okay, warum kann ich das nicht vorspulen? Mann. Palmina, die Tochter von Elpamon. Ein wirklich couragiertes Mädchen. Wenn sie leben, sind Frauen eben sehr leidenschaftlich und direkt. Ob ich mir an ihr wohl ein Beispiel nehmen sollte? Romanzo, Palminas Geliebter. Offensichtlich der designierte Nachfolger von Elpamon. Also wird er der Boss, wenn Elpamon in den Ruhestand geht. Auf mich wirkt er ein wenig kraftlos. Oder liegt es daran, dass er so verknallt ist? Ja, sorry, also ich muss es ja Bescheid geben, oder? Was habe ich denn andere Wahl? Und jetzt, Mario? Wir sollten zu Elpamon gehen und berichten. Ich habe mir nur Sorgen. Was ist, wenn er uns dann doch bestrafen will? Du meinst, er will uns doch eine Tracht Prügel geben? Willst du mir sagen, wir sollten vielleicht nochmal alles überdenken? Oh, wir gehen auf gar keinen Fall mit dir. Nee. Okay, wir können es nicht mehr überdenken. Wir haben ja schon unsere Meinung gesagt. Wir haben ja schon gesagt, dass wir unbedingt das Ticket brauchen und ihm Bescheid sagen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich schätze, wir sagen einfach Bescheid. Was anderes fällt mir jetzt leider nicht ein. Also tun wir es einfach. Oh, da bist du ja. Wie sieht's aus? Du weißt doch, wo sich die beiden aufhalten? Mhm. Aha, am Hafen von Rodingen. Gut gemacht. Wie versprochen. Du solltest dein Flugticket bekommen. Und ihr beide sind am Hafen. Bringt sie her. Warte, Papa. Jetzt sind sie nicht mehr am Hafen. Palmina! Boss, verzeih mir. Romanzo. Warum hat er unter seinem Tisch fast gar nichts? Du wagst es noch, mir unter die Augen zu treten? Bitte zu ihm nichts. Ich habe ihn dazu überredet zu fliegen. Und er war es auch, der unbedingt zurückkommen und mit dir reden wollte. Boss, mit mir kannst du machen, was du willst. Ja, aber habe Nachsicht mit deiner Tochter. Papa, es ist alles meine Schuld. Wenn du unbedingt jemanden bestrafen willst, dann mich. Boss, ich habe das alles zu verantworten. Ach, Junge, was geht hier ab? Papa! Boss! Ah! Hört auf mit dem Geschrei! Palmina, es ist eine Schande, eine Tochter wie dich zu haben. Und du, Romanzo, das ist also der Dank dafür, dass ich dich wie einen Sohn behandelt habe? Du hast mich zutiefst enttäuscht. Papa! Boss! Ich will euch beide nie wiedersehen. Verschwindet aus meinem Blickfeld sofort. Das wollt ihr doch sowieso, oder? Ihr habt schon richtig gehört. Von mir aus könnt ihr heiraten oder was auch immer. Papa! Papa, ein Boss! Danke, Papa. Danke, dass du uns das gestattest. Boss, ich mache deine Tochter glücklich. Versprochen. Verschwindet endlich out of. Palmina, alles Gute für euch beide. Hey, Romanzo, Glückwunsch. Echt, Mann. Geil. Es geht doch nicht zu meinem Happy End. Ja, geiles Happy End, du. Auf Wiedersehen, Papa. Und danke. Vielen lieben Dank. Wow, die brennen jetzt wirklich durch, was? Bist du damit einverstanden? Ach, du bist ja immer noch hier. Ach so, ja, zumindest hast du sie ja gefunden und hergebracht. Ja, ist ja nicht deine Schuld, dass es so enden musste. Und ein Versprechen zu meinem Versprechen. Ich bin ein Mann meines Wortes. Da hast du dein Ticket. Danke, immerhin etwas. Damit kommen wir nach Falkenheim. Verdammt, wie sie den angehimmelt hat. Hätte ich dich doch lieber gar nicht erst beauftragt, wirklich. Da sage ich danke. Jedenfalls will ich dein blödes Gesicht nicht mal sehen. Lass mich jetzt allein, ich muss nachdenken. Okay, sorry, Mann.
Das ist El Pamon, der Boss der Pamon-Familie. Ein imposanter Mensch. Und er ist gefürchtet. Wer ihn kennt, nennt ihn nur den Padrone. Pamela, seine einzige Tochter, wird allerdings ein wenig verweichlicht. Ja, hat man gemerkt. Und ich habe ihn aufs Maul gehauen. Jetzt haben wir es ja verstanden. Geschafft, Mario! Damit kommen wir endlich nach Falkenheim! Da bist du goldrichtig! Kleines Goldi. Und nun? Ja, ich schätze, jetzt reden wir mit dem Sheep-Sheep, oder? Der kann uns bestimmt zu Chapter 3, das Falkenheim, hinfliegen! Also nicht er selber, sondern er steuert, aber ihr wisst ja, was ich meine. Fragen wir ihn einfach mal, ob er das kann. Bestimmt kann das. Oder kleiner? Der flog ja nach Falkenheim. Du brauchst ein Ticket dafür. Ah, sieht alles gut aus, ja? Tolles Ticket. Ganz an Sport. Okay, dann los geht's. Bitte schlag ein. Los geht's. Oder warte, gibt's hier noch irgendwas? Weil warum kann man hier noch so weit nach drüben rennen? Wenn es hier nichts gäbe. Ja, sieh mal einer an. Hier ist doch noch was. Und wie was ist? Ein Stern, bitte. Ah, da fühlt man sich gut. Und nun? Ne, warte mal. Soll ich nach rechts gehen? Kann ich ja nach rechts gehen. Okay, hier ist nichts. Warte mal. Das sieht aus, als könnte man sich da hochglitschen. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht voll so aus. Aber ich glaube, das geht nicht. Naja. SpongeBob drüber. Hauen wir ab. Hör mal, er fliegt gar nicht. Er guckt nur, ob die Tickets haben, die Leute. Oh Mann, da hat man mich wirklich reingelegt. Boah, wie cool das aussieht. Und all meine Partner sind dabei. Warte, wer fliegt das überhaupt hier? Wenn nur wir vier hier drin sind. Ach, ist auch nicht wichtig. Wir haben eine coole Ausschau. Auf das hervorkommende Kapitel 3. Kampf der Champions. Seid ihr bereit? Schauen wir uns doch zumindest nochmal die Hub-Area von Kapitel 3 schon mal an. Bin nämlich gespannt, auf was so auf uns zukommen wird hier. Na, seid ihr alle gehypt? Sieht schön aus über den Wolken. Warte mal, schaut mal da vorne. Seht ihr das? Das Falkenheim. Da bist du ein bisschen ahead in time. Da gab es auch so ein Level in der Luft. Cool. Und das sieht aus, als würden die da Party machen. Vielleicht können wir ja mitmachen. Warum ist Mario immer so riesig? Geil. Und da sind wir. Falkenheim, was auch immer. Yeah. Sieht schick aus. Da steht Hallo Welt. Das ist Falkenheim, die Stadt in den Wolken. Ist schon erstaunlich, dass sie tatsächlich am Himmel schwebt. Wie sie das hinbekommen? Der Kugelwilli da oben. Kugelwilli, Kettenhund. Mein Gott, verwechselt. Gehen wir also das Sternenmeer suchen, Mario. Das klingt gut. Machen wir das. Jetzt ist er doch mitgekommen. Ein Angestellter der Luftfahrtgesellschaft. Er prüft die Flugscheine. Übrigens, zur Information, das ist Cheep-Cheep. An die Stadt ich immer die Lima Wasser. Leben sie auch eigentlich, deshalb ist das ein bisschen seltsam. Können wir runterfallen? Au! Nee, Mario kann nicht runterfallen. Zum Glück nicht. Dieser Bluff ist ein Fan der Arena-Kämpfe. Er sieht sich auch regelmäßig die Kämpfe live an. Und wie er spricht, naja, so sind die Fans dieses Sports so einmal. Dich habe ich hier noch nie gesehen, falls du hier bist, um die Kämpfe zu sehen. Das große Gebäude dort ist die Arena. Okay, er redet normal, ich weiß nicht, was du meinst. Aber gut. Hier ist noch ein Schalter. Ja! Was macht er denn? Er lässt eine Treppe erscheinen. Und wie sie sie erscheinen lässt, wie cool. Dieser Werbungstafel. Und da unten ist übrigens der Meister, dieser Trainingsmeister. Mit dem kann man trainieren. Falls man noch nicht so gut ist mit dem Game. Aber wir sind gut genug und holen uns in Kraft plus P-Orden. Angriffswert deines Partners steigt um 1. Oh, das klingt geil. Aber 6 OP. Ich meine, okay, wir machen dauerhaft mit unseren Partnern einen Schaden immer mehr. Was geil ist, aber... Boah, 6 OP ist schon... Das ist erstaunlich viel.
Ich weiß nicht, ob ich dafür irgendwas aufgeben kann, wenn ich ehrlich bin. Naja, ich muss es mir überlegen. Schauen wir in der nächsten Folge hier nochmal vorbei. Warte mal, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's noch was. Und wer ist denn dieser Falke da immer auf dem Bild? Dieser Super Saiyan-Falke. Hä? Wozu bin ich jetzt geflogen? Was hat's gebracht? Schönes Foto!